Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Attack of the B-Team Mod und Minecraft und alles mögliche. Und ja, wir sind hier ja am Haus bauen gewesen, haben hier mal die Bäume ein bisschen angepflanzt. Wir haben leider keine schwarzen Bäume, aber das macht nichts. Wir haben hier ein Scrapper schon mal. Aha, ja, da wollten wir eine Fledermaus suchen gehen. Und ja, hier oben haben wir den Garten gemacht. Hier wollen wir das Haus. Wo ist der Garten? Da unten ist der Garten, genau. Da oben ist das Haus. Kommt das Haus hin und hier unten ist der Garten. Und wir wollen heute mal die verschiedenen Blöcke anschauen. Vom Chisel Mod und vom Carpenter Blocks Mod, und dann machen wir noch eine Säge für den Micro Blocks Mod. Also zuerst machen wir einen Schüssel, haben wir die Sachen, ja. Machen zuerst einen Schüssel. So. Und dann machen wir noch einen Carpenter Block. Oder mehrere Carpenter Block Blöcke. So. Machen wir 15. Die kann man jetzt so an irgendwie normale Blöcke, zum Beispiel hier Leitern oder so Zäune. Ah, das ist eine Lücke. Die Zäune weiß ich jetzt nicht genau, wie man die macht. Das müsste man nachschauen. Barriere wäre das oder was? Zauntor, Tageslicht. Ah, da braucht man gar nicht so viele. Druckplatte, einen Hebel. Hier könnten wir noch eine Schräge hin tun. Oder eine Treppe des Zimmermanns. Ja. Ein zusammenklappbarer Block. Ah, der kann man so. Umbiegen. Hier können wir einen Hammer herstellen. Und eine Meißel. Also machen wir mal den Hammer. Wie haben wir gesagt? So. Hammer, komm. So. Hammer und einen Meißel. So. Und dann wollen wir ja noch den Ding herstellen. Eine Barriere könnten wir kurz herstellen. Wenn wir den anschauen, dann machen wir einen großen Block. So, und einen Knopf. Nein, den lassen wir noch, den Carpenter Block. So, dann zeige ich euch mal, was man so mit denen machen kann. Wir nehmen noch hier Eichenholz. Steine haben wir nicht. Doch, hier haben wir Steine. Können wir gleich mal ein bisschen Stein brennen. So. Und jetzt tun wir die mal hier hin. Das ist jetzt zum Beispiel ein Zaun und hier nebendran ist ein Ding. Und den könnten wir jetzt so umfärben. Und den können wir, glaube ich, auch wieder wegnehmen mit einem an einem Mäßel kann man, mal kurz, mit dem Hammer, kann man ihn eindellen, genau, und wieder ausdellen. Kann man ihn sogar größer bauen. So, den können wir ändern. Das ist sehr, sehr praktisch. Zum Beispiel so ein kleines Tor, also ein bisschen größer. Hier ist eine Mauer eher. Und den können wir so auch noch umändern in verschiedene Sorten. Und dann kann man sicher noch eine andere Art. Das geht jetzt nicht so. Wie kann man den wieder rausnehmen? Ich möchte ihn rausnehmen.
Muss man ihn zerstören wahrscheinlich. Ja, so geht es. Da kann man ihn, das ist ein zusammenklappbarer, darum ist er so teuer gewesen, ändern zum Beispiel so, und dann kann man ihn wieder nicht verbiegen, ändern, so. Also gibt es verschiedene Arten, die man dann benutzen kann, zum Beispiel hier, so und so weiter. Also dann haben wir das gezeigt. Also da kann man sehr viele verschiedene Sachen noch machen, aber ich muss zuerst noch ein paar Bäume haben, mehr Holz haben für mehr Carpenter-Blöcke. So. Und das wird auch wieder, jetzt habe ich es wird auch wieder morgen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr praktisch. So. Und dann zeige ich euch gleich mal den Schüssel. Tun wir den dieses Holz hier hin und nehmen den Schüssel. Schüssel ist hier. Und mit dem kann man jetzt, den muss man zuerst hier hin tun. Brauchen wir. Genau, es geht nur mit manchen Blöcken, aber hier kann man zum Beispiel ganz andere Blöcke hin tun. Ich wollte den hier unten. Also ab hier zum Beispiel soll ein Holz, können wir wieder den Schüssel benutzen und ein anderes Holz auswählen. Zum Beispiel hier so eine Art Kiste. Und ja, da kann man sehr viele Sachen draus machen. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier den Cobblestone hin tut, kann man so einen Block. Ja, den kann man auch zusammenbauen. Also es gibt sehr viel Sachen zum Bauen. Neue Sachen sind reingekommen und so. Und dann können wir gleich nachher noch die Säge bauen. Aber die muss ich nachschauen, die habe ich noch nicht ausprobiert. Und wir banken hier ein bisschen im Block drin, das ist nicht gut. So. Dann werden wir hier mal den Ding anschauen, die Säge. Ich muss hier die Sachen mal reintun. Fichten will ich draußen lassen. Eich den auch. Schüssel kann mal rein. Diamantok kann rein. Meißel kann rein. So. Gut. Eisen geht sicher. Eine Säge, bitte. Da ist eine Säge gewesen. Eisensäge. Okay. Dann machen wir das mal. Wie war das? Es war doch so. Hier. Wir brauchen Stone Stick noch. Aha. Wir haben ja hier Stone. Stone Stick. Das ist aber nicht der richtige Stick. Oder? Doch, ist es richtig. Gut, die sahen nur anders aus. So, jetzt haben wir eine Säge. Jetzt können wir den Crafting Bench reintun und einen Block. Daneben kann man zum Beispiel eine Steinscheibe machen. Das kann man, glaube ich, auch noch anders hin tun.
Ah, wenn wir eine Steinscheibe haben, dann können wir den noch kleiner machen. Eine Steinplatte nehmen wir da auch mal. Machen nochmal Steinplatten, dann Steincover. Dann kann man die immer wieder kleiner machen und dann auch verändern. Aber ich weiß nicht, wie man sie verändern könnte. Ah, man kann zum Beispiel hier Steinposten machen. Und dann Steinpfeiler, noch kleinere Kerbe, Steinkerbe. Dann können wir. Ah, nein, nicht so. Dann können wir Steinecke rausmachen und daraus Steinstückchen. Und mehr geht nicht mehr, ja. Also, da kann man die kleinen Stückchen jetzt hier irgendwo hin tun. So, als Dekoration. So einfach geht das. Also, da kann man richtig detaillierte Sachen draus machen. Und das werde ich jetzt gleich mal machen. Ich werde eine Statue hier irgendwo hinsetzen. Zum Beispiel dort drüben auf dieser Insel, die ich leider ein bisschen angeknabbert habe. Aber hierhin kann man jetzt etwas bauen, eine Statue. So, machen wir eine Scheibe hier drauf. Kann man hier noch etwas hinsetzen. Und dann die kleinen benutzen. Und hier ein bisschen. Jetzt habe ich eine Scheibe hingesetzt. Das ist nicht so gut. Da vorne kann man noch so etwas hin tun. Also kann man extrem viele Sachen machen. Das ist jetzt nicht gut. Das ist so geil. Also ich liebe den Mod. So zum Beispiel, ja, ist jetzt halt nicht alles direkt. Ah, man kann ihn größer machen und kleiner. Okay. Also das wäre jetzt zum Beispiel meine Statue, die ein bisschen abstrakt aussieht. So, aber ich will die noch verwenden. So. Und jetzt die noch irgendwo hin. Zum Beispiel hier drauf. Und hier. Und hier auf dem Boden. So, dann haben wir eigentlich alles verwendet. Und der Stein kann man für etwas anderes gebrauchen. So, dann habe ich das euch gezeigt. Und ja, mit so etwas kann man dann gut die Villa bauen. Aber nicht so abstrus. Und das sind nur Pfützen, also die kann man nicht jetzt rausholen. Da gibt es kein Wasser rauszuholen. So, wir müssen dann noch einen Keller machen. Wir brauchen Lagerplatz. Wir haben wahrscheinlich keine Kisten mehr. Nein, da müssen wir Kisten machen. So. Da tun wir mal das Wichtige rein. So, hier rein. Da lassen, Eisensäge rein. So. Also eben der Ring geht nicht aus, weil das ein anderer Mod ist. Ich habe übrigens einen Wirbelsturm auf dem Server gesehen, der war richtig imposant. Halt nicht so extrem detailreich, aber richtig cool. Und wir haben einen Gummibaum hier, den wir aber noch nicht brauchen.
So, ich möchte hier anpflanzen, was es zu anpflanzen gibt. Den Kaffeezeugs können wir mitnehmen. Und wir sollten uns hier mal ein bisschen Licht machen, damit es auch wächst, wenn Nacht ist. So, gehen wir eine Fledermaus suchen. Wir können ja jetzt hier wieder raus. Oder haben wir eine Fledermaus? Wir haben eine zum Verwandeln, genau. Das machen wir mal. Aber ich muss den Schießel noch holen, genau. Fliegen, habe ich gesagt. So. Also ich muss den Ding holen. Den, nicht den Schießel. Der andere. Der Scrapper. Ich weiß jetzt nicht, wie die Genetics gehen. Da muss ich noch ein bisschen lernen. Aber ich werde jetzt schon mal die Fledermaus Sachen holen. Oh, hier haben wir einen Busch. Den können wir gebrauchen. Es geht leider nicht gerade schnell. Kann man hier nicht runter. So, jetzt. So, jetzt kann man den so hier pflücken. Gut. Was haben wir? Ich möchte gerne eine Fledermaus. Die müssten doch jetzt spawnen hier. Hier ist doch genug dunkel. Quantum. Irgendwo ist hier doch eine Fledermaus. Unbedingt muss hier eine Fledermaus sein. Wir gehen mal hier entlang. Hier ist nichts. Wir rennen übrigens jetzt mit als Fledermaus herum. Ich liebe das. So. Irgendwo höre ich eine Fledermaus, aber ich weiß nicht wo. Hier drüben irgendwo. Da. Ich sehe nichts. Da ist zum Beispiel eine Fledermaus. Muss ich die anschlagen? Ah, mit Rechtsklick. So, jetzt haben wir schon mal ein paar. Sehr schön. Das sieht aus. Jetzt haben wir diese Stücke. Und den kann man dann sich klonen und so. Also so, wie sagt man dem? Die DNA von uns verändern, damit wir auch fliegen können durch die Fledermäuse. Schon voll. Nein, ich möchte nicht die Knochen. Ich möchte das Biofossil. So. Dann gehen wir wieder nach draußen und schauen uns das mal an, ob wir hier U drücken können. Nein. Adventured Genetik. DNA Custom Generator, DNA Analyzer, eine Zentrifuge, DNA Transmuter, ein Mikroskop. Ja, das ist zu schwer. Also wir haben jetzt die Scraps und die müssen wir dann mal speichern. In einer extra Truhe. So, gib mir noch mal ein bisschen Holz. Kann ich mir eine extra Truhe machen. Wo wir das Zeugs einfach speichern. So, gut, dann haben wir das.
Und jetzt möchte ich das mit dem Ding machen. Mit dem Dinosaurierknochen. Dino. Archäolog. Eine Feder, ein Skull. Permafrost. Eine Analyse möchte ich machen. Relik. Dino-Fossil. Relik, Biofossil und dann noch Eisen. So, so. Genau, den Analyzer. Mit dem Analyzer kann man DNA bekommen. Da tun wir die Sachen hier rein. Und dann wird rausgesucht, was sie brauchen, um, ja, die DNA zu bekommen oder anderen Shit, zum Beispiel Knochenmehl bekommen wir noch und so weiter. Scrapper brauchen wir auch nicht mehr. So, hier haben wir zum Beispiel Farnseeds, die kann man dann auch herausfinden. Kann man die eigentlich sofort hier rein tun. Und wir haben eine Stegosaurus-DNA. Sehr gut. Also Dino. Dinopedia, das kann ich irgendwie nicht lesen. Das brauchen wir nicht. Ich möchte noch weitere haben, und zwar den Cultivator. Brauchen wir den? Eine Worktable, ich denke schon. Den Cultivator bräuchten wir noch. Glas, Kaktusgrün, okay, wir müssen Kaktus finden, das ist sehr wichtig. So, Feuerstein. Kies haben wir gefunden. Skullstick, Stone Javelin, Wooden Javelin. Das ist nur ein Tablet, den brauchen wir nicht. Ein Broken Ancient Schwert. Sword habe ich. Da kann man dieses Schwert bekommen. Ja, ein Stone Tablet haben wir auch. Gut. Da ist noch Kies. Ein Sessel. Einen Luftballon. Noch ein Stone Tablet. Einen T-Rex können wir uns auch machen. Aber dazu müssen wir einen guten Ding haben. Entweder ein Loch graben, dass er Steine auf der Seite ist. Oder einen Zaunring, so einen starken Zaun oder so. Man kann doch mit Eisen eigentlich etwas bauen, oder? Oder aus Eisenblöcken vielleicht. Mit dem Chisel-Mod. Was man mit Embryos machen kann, weiß ich nicht. Aha, man kann sicher die lebendig machen, die Sachen, durch diese Embryos. Und dazu braucht man, was braucht man dann dazu?
Ich weiß es nicht. Also die gehen nicht, okay. Dann haben wir das. Jetzt müssen wir Kaktusgrün finden. Aber wie? Wie könnte ich Kaktusgrün finden? In diesem Biom vielleicht? Komm zum Evil. Hold Dark Mess. Da kommt man den Stab für die Dinge, aber ich habe die falsche. Komm mit to Evil. Cheat Death. The gods are pleased with your sacrifice. Autsch. Jetzt? Nein, ich will doch das machen. Ach komm. Ja, wir haben ihn. Okay, den Master Stuff. Damit kann man jetzt so Minions beschwören. Wo dann uns helfen. Sachen abbauen zum Beispiel oder so. Also das könnte man zum Beispiel in diesem Gebiet machen oder so. Oder ein bisschen weiter weg. Weil das grässliche, ja, so grässliche Ding, ja, einfach grässlich anzusehen, der Flecken macht und so. Ist nicht so gut. So, wir brauchen Kaktus, aber hier hat es keine Kaktus, sondern nur Sand. Wir könnten hier noch ein paar Diamanten holen. So. Und hier unten noch. Sonst gibt es keine guten Dinger. Erze. Hier hat es noch mehr Diamanten. Und hier sind wir in einem Gebiet, das sehr böse aussieht. Das Wasteland mit grünem Wasser und mit ein paar Ruinen. Da schauen wir mal, was hier drin ist. Okay, nichts Gescheites. Hier gibt es ganz sicher keine Kaktusse. Nein, ich möchte das nicht mehr. Es ist immer auf den gleichen Tasten, also die Minimap und dieses Darkness-Zeugs ist auf dem gleichen, auf der gleichen Taste, darum kommt beides. Und das nervt ein bisschen. Ich will die Minimap, genau. Hier ist wieder das gleiche Biom, schade. Keine Kaktusse. Ja, wir brauchen, irgendwie brauchen wir Kaktusse. Haben wir hier übrigens, ja. Never mind. So, wir brauchen eine Wüste oder so. Aber woher bekommen wir die Kaktusse? Das ist hier die Frage. Hier haben wir zum Beispiel so ein Quackmeier-Biom, Schlammbiom. Hier haben wir ein Hexenhäuschen. Ja, mit Schrott. Nicht gerade schöne Landschaften hier. Hier hat es ein bisschen roter Stein. Rotfels, aha. Das ist jetzt mal wieder ein schöneres Biom hier. Das gefällt mir irgendwie. Ja, lass jetzt.
Ja, mach ein paar gute Dinger. Schöne Blumen. Und ja. Hier haben wir zum Beispiel ein Bambusbiom. Auch sehr schön. Habe ich auf dem Server dort ein Haus gebaut in so einem Biom. Und ja, macht sich schon etwas. Es ist leider noch ein bisschen dunkel. Ich bin dann ein bisschen umgezogen. Aber habe das Haus natürlich nicht vergessen. Und hier haben wir zum Beispiel andere Steine. Ah, das ist Gras. Das sah so aus, als würden das so schiefe Steine sein. Hier könnten wir noch ein paar von denen mitnehmen. Das ist Baumwolle, genau. Hier haben wir zum Beispiel auch ein sehr schönes Baugebiet, wo wir irgendwas bauen können. Hier hat es hohe Bäume. Gehen wir gleich mal zu den Bäumen. Gut, schauen hier unten. Ja, das können wir schon mitnehmen hier. So, nehmen wir die Dinger mit, die Fossilien. Und hier unten hat es noch Diamanten, habe ich irgendwo gesehen. Da. 10 Erz ist denn das. Das Rauschen des Wasserfalls ist zu hören. Okay. Gehen wir mal zu den hohen Bäumen. Ah, das ist Redwood Forest. Und wie die heißen? Das ist Moor. Ja, Redwood Forest. Und hier haben wir noch ein sehr schönes Lehmbiom. Wow. Aber keine Wüste. Irgendwie sind die Wüsten sehr selten geworden im Biom so plenty. Da müssen wir noch ein bisschen suchen. Sehr schön hier. Fängt sogar an zu legen. Einen roten Baum, den nehmen wir mit. Ascheblöcke nehme ich auch mit. Asche normal, die kann man zu Ascheblöcke machen. Sehen noch recht schön aus. So, ich möchte dich. Ich möchte Blätter von deinem. Ja. Hier. Und hier haben wir einen braunen. Nehmen wir den braunen auch mit. So. Hier unten haben wir noch eine. Ah, das ist ein Kern. Den nehmen wir nicht mit. Hier haben wir noch eine Ruine. Noch ein roter Baum. Ja, den lassen wir dort unten. Ja, es hat in den nächsten Tagen, nächsten Parts, sehr viel erkunden. Wir brauchen das Kaktusgrün. Auch für andere Dinge, zum Beispiel für den Pflanzmod. Das ist sehr wichtig. Der könnte nämlich überall sein. Hier haben wir ein Vulkanbiom. Können wir auch was sehr Schönes bauen. Und alles Mögliche, also. Es gibt so viele Sachen, die wir bauen können. Aber zuerst brauchen wir die wichtigsten Dinge. Hier haben wir zum Beispiel ein Dorf ohne Schmiede. Ach, egal. Ein Schneebiom, wahrscheinlich hier ein Gletscher, ja. Sieht so aus. Ein Gletscher haben wir hier.
Fichtensetzling brauchen wir nicht. Schauen wir uns dieses Biom mal an. Ja, halt sehr, ja, nicht gerade abwechslungsreich, aber doch schon sehr, wie sagt man dem, spektakulär halt. Gehen wir mal ein bisschen rüber. Wie weit sind wir jetzt eigentlich geflogen? Schon recht viel, also hier haben wir sehr viel zum Erkunden noch, aber wir haben schon viel aufgedeckt. Hier ist Polar, genau. Auch ein interessantes Biom, wo nichts los ist. Was kommt denn hier? Rainforest wahrscheinlich. Tropical Rainforest, genau. Hier haben wir einen Berg. Ein riesiges Bruschland. Das heißt Brushland. Oh. Ja, wir Eisskulpturen. Das sind Bäume, okay. Icy Hills. Ja, Schneemänner. Wilde Schneemänner. Sehr schön. Und das ist ja riesig. Also dann suchen wir das nächste Mal halt nochmals nach einer Wüste. Muss jetzt nicht mal eine Wüste sein, aber eine Savanne oder so hat sich irgendwo Kakteen. Was ist denn hier? Hellgelbe Blätter. Nur gelbe. Okay, ja, gehen wir zurück. Wir finden das nächste Mal sicher. Halt überall erkunden. Gut ist. Oder kann man die hier? Hier muss doch irgendwo ein Kaktus sein. Aber wo? Das ist das falsche Biom. Das sind nur Dünen ohne Kaktusse. Kakteen. Okay, schade. Also suchen wir das nächste Mal nach den Kakteen. Und ja, machen dann diese verschiedenen Dinge. Da bin ich falsch. Ich muss hier hin. So, also. Ja, heute haben wir ein paar Sachen bekommen. Und das nächste Mal werden wir dann schauen, was wir noch machen können. Und ja, setzen mal den Master Stuff ein. So, also, bis das nächste Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.